Hey Leute, willkommen, ja, zu Fire Emblem Heroes. Sehen wir uns das Ganze doch mal an, ja. Fire Emblem für Mobilgeräte. Ob das gut geht, ich weiß ja nicht so wirklich. Aber bisher sah das Gezeigte sehr gut aus und endlich ist es soweit, Leute. Man kann es jetzt holen, ja. Und deswegen würde ich sagen, legen wir los, ja. So. Ich bin mal hier der ganz, ganz tolle Typ, der einfach mal wieder ohne Wenn und Aber akzeptiert, ja. So, natürlich werde ich meinen Nintendo-Account verknüpfen, ja. Das skippen wir aber mal kurz. So, der Account ist eingerichtet, Leute. Sehr gut, ja. Dann kann es ja direkt losgehen. Sehr schön, sehr schön. Läuft anscheinend auch alles flüssig soweit. Das ist natürlich super. Ist ja alles noch ein bisschen neu hier, aber sehen wir doch mal rein. Yes. Es gibt erstmal neue Spieleinhalte. Na super. Also der nächste Skip, okay. So, Leute, jetzt gab es erstmal gefühlt 10.000 Unterbrechungen, ja. Anscheinend ist der Ansturm ziemlich groß, ja. Ja, die Lautstärke soll angenehm sein. Ja, das wird für euch auf jeden Fall passen, Leute. Scheint wohl aus der Eröffnungsmovie zu kommen. Jawohl. Ja, wunderbar. Aha, jetzt darf man einen Namen eingeben. Sieh mal eine an, ja. Das Öffnungsmovie hat man ja schon gekannt, das war ja im Trailer. Sowieso besser zu sehen wegen Widescreen und so. Und das Spiel geht ja sowieso anscheinend nur in dem Format. Außer ich bin total dämlich, dann geht das auch anders, keine Ahnung. Dann werden wir es in Zukunft ändern, aber wie auch immer, Leute. Na? Raum zum Geier, hast du meinen Namen nicht angenommen? Jetzt ist die Textbox kaputt, oder was? Hallo, Textbox, danke. Bist du da oder so? Ah, jetzt ist es auf einmal erschienen. Ich weiß nicht, wie das bei euch gerade aussah. Ganz, ganz merkwürdig jedenfalls. Anscheinend dürfen wir uns nicht umbenennen, aus irgendeinem Grund, ja. Netter kleiner Bug gleich zu Beginn, oh Gott. Desaster, ja. Also, dieses Spiel hat schon hier sein erstes Problem, ja. Man kann irgendwie anscheinend seinen Namen nicht richtig eingeben. Oder vielleicht habe auch nur ich das Problem, ja. Manche Android-Spiele haben ja so ihre Bugs, ja. Ich weiß nicht, wie es unter iOS ist, aber jedenfalls seht ihr, ich gebe hier meinen Namen ein. Und der erscheint einfach. Das ist immer der Standardname, deswegen bleiben wir jetzt dabei. Ist ein bisschen sad, aber dann kann man halt nichts machen. Vielleicht kann man ihn auch in-game noch ändern, keine Ahnung. Einleitung Teil 1, ich rufe dich herbei. Ah ja. Oh, du bist hier. Da hat das Ritual ja wirklich funktioniert. Du hast unseren Rufen endlich gehört. Oh, legendärer Held aus einer anderen Welt. Vielen Dank, dass du erschienen bist, um deinen Platz in unserer Legende einzunehmen. Denn wisst ihr, unser Königreich steht am Rande des Abgrunds und du wirst... Halt, warte mal, bist du wirklich unser legendärer Held? Sieht ganz anders aus, als ich es erwartet hatte. Was meinst du? Du möchtest wissen, wo du bist und wie du hier gelandet bist? Na gut, du bist in... Ha, erwischt! Mist, wir haben es die Emblem nur so schnell hierher geschafft. Tritt zur Seite, ich kümmere mich um ihn. Bisschen Einleitung hier. Also, dann bewegen wir uns mal. Ach ja, und natürlich sind diese Artworks ziemlich cute, ja, muss ich sagen. Mir gefallen die ziemlich gut, ja. Nun, der Angriff. Na, dann auch noch alle nochmal synchronisiert, ja. Das heißt auch Charaktere, die natürlich vorher noch keine Synchro hatten. Das ist natürlich ganz cool. Ist ja nett. Aber klar, ist natürlich schon sehr... Ja, wie halt ein Mobile-Game so ist, ne? Kriegen auch anscheinend direkt ein Level-Up, okay. Ich
Ich wette doch so oder so, dass das Spieltempo ziemlich hoch ist, vergleichsweise. Gut, aber als Kommandantin muss ich mich weiter anstrengen. Ach ja, ich bin noch mal gespannt auf den Soundtrack. Den muss ich mir auch noch mal anhören, ja? Hört sich nämlich gar nicht mal so schlecht an, das gerade eben. Puh, mit dem sind wir zum Glück spielend fertig geworden. Ich heiße Anna, ich bin die Kommandantin der Wächter von Asker. Wir glauben daran, dass die Helden frei leben sollten, unsere Gegner aber versklaven sie. Diese Widerlinge, dieses Reich hat Portale zu Welten, aus denen Helden zu uns kommen. Hast du schon mal von der Welt von Awakening gehört? Von der Welt von Vermächtnis oder der Welt von Herrschaft und es gibt noch viele mehr. Ja, erstmal nur 13 und 14 hier angeben. Ja, ist klar, ne? Die beiden. Das ist schon wieder typisch. Nur die neuesten Teile hier. Mi. Egal. Das Emblanische Imperium fällt in diese Welten ein und versklavt deren Helden, sodass sie dem Imperium dienen müssen. Wir kämpfen darum, ihnen die Freiheit wiederzugeben. Dieser Soldat kam vom Emblanischen Imperium, welches bald in unser Nachbarreich Aske einfallen wird. Ich suchte so verzweifelt nach Hilfe, dass ich einen Beschwörungsritus abhielt. Und so bist du hier aus dem Nichts erschienen. Das ist Glück für uns, aber uns bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Wir müssen rasch handeln, wenn wir unser Reich retten wollen. Okay. Ich bin dann mal gespannt, wer unser erster Charakter ist, ja. Einleitung Teil 2, die Legende. Okay. Das Wichtigste zuerst. Ich habe dich mit Hilfe des heiligen Bereiderblick herbeigerufen. Das ist der Name eines Relikts, das ich hier habe. Es schießt etwas aus ihm heraus, wie in Legenden beschrieben. Aber Bereiderblick sieht nicht aus wie irgendeiner der Bogen, die ich bis jetzt gesehen habe. Die Legende nennt ihn auch den wahren Schlüssel, der, wenn er hoch in die Luft gehalten wird, einen legendären Helden herbeiruft, welcher den Bogen führen kann. Und das tat ich und nun bist du hier, also gehört er dir. Ich hoffe, du findest heraus, wie man mit dem Ding... Leute, ich hab's euch! Verdammt, noch mehr von diesen emblanischen Soldaten. Ich kann sie nicht alle allein besiegen. Du bist nicht dafür gerüstet, um mir zu helfen. Du rennst, ich halte sie auf. Nimm breiter Blick und dann nichts wie weg von hier, Kieran. Kieran. Wir haben jetzt echte Namen gelassen, das ist unglaublich. Ich konnte den echt nicht ändern, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Das ist voll sad, so, nein, du musst diesen Namen behalten. Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht, ey. Gemeinheit, ja? Was soll das? Was war das, dieses strahlend helle Licht, das... Ach, es ist Virion, ha? Mein Name ist Virion, der beste Bogenschütze aus dem schönsten aller Reiche, sehr erfreut. Du hast deinen Helden beschworen, Kieran. Wie hast du das gemacht? Nimmst Breiterblick einfach nur hoch und schon rufst du Helden dabei? Aber es ist keine Zeit für ein Schwätzchen. Dieser Virion und ich müssen kämpfen. Da hoffen wir mal, dass der Virion nicht am Rumflirten ist. Setzt einen Bogen ein, musst du Platz zwischen dir und dem Feind lassen. Ja, ist klar, ne? Schön von hier aus. Gibt's eigentlich auch Support? Das ist eine gute Frage. Ich denke nicht, dass ich die Mühe gemacht habe, aber vielleicht haben sie es ja. Wie auch immer. Machen wir ihn gar platt. Yeah. Sind die Animationen nicht voll knuffig? Irgendwie schon, ja. Die sind super. Ganz im Ernst. Ich mag das irgendwie. Ist nicht schlecht, ja. Ist nicht schlecht. Sehr, sehr netter Stil auf jeden Fall. Mein Spezialangriff Nachthimmel ist bereit für den Einsatz. Er aktiviert sich, nachdem ich eine bestimmte Anzahl von Aktionen im Kampf ausgeführt habe. Sobald mein Spezialangriff bereit ist, führe ich ihn aus. Wenn ich das nächste Mal jemanden angreife. Also gut, Angriff. Ah ja, okay. Dann sehen wir doch mal, wie das aussieht, oder? Einfach ein Crit oder was? Auto-Crit oder was, dann nach einer gewissen Zeit. Hört sich eigentlich ganz gut an. Ah ja. Was ist denn FP überhaupt? Da bin ich ja auch mal gespannt. Gut, aber als Kommandantin muss ich mich weiter anstrengen. Ist auf jeden Fall neu, ja. Und ansonsten hat man es hier anscheinend gut reduziert. Fähigkeit gibt es anscheinend auch nicht mehr. Das heißt, man trifft wohl immer, oder was? Könnte schon sein. Wir haben gewonnen und das verdanken wir allein dir, Kieran. Denn niemand von uns Wächtern von Asker kann Helden beschwören. Ha, ich habe nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass du der legendäre Held bist. Du wirst es sein, der unser Reich rettet. Unsere Gruppe ist Kleinbeschwörer, aber ich heiße dich in unseren Reihen willkommen. Bitte hilf uns, weitere Helden für unsere Mission zu finden. Nur da du bei uns bist, können wir den Kampf gegen das Imperium gewinnen. Ich weiß ganz einfach, dass das so ist, Kieran. Verdammt nochmal, ich will meinen Namen ändern. Schnief. Of course. Was denn jetzt? Was noch mehr wirklich? Oh Mann, ey, das Spiel will die ganze Zeit Sachen downloaden. Das ist unglaublich. Ja gut, dann cutten wir das auch, meine Nerven, ey. So Leute, da wären wir nun also, ha? Es lädt so einiges die ganze Zeit, ja, also das Spiel selbst war ja eher klein, so ich denke es waren ca. 50 MB, ja, aber jetzt kam hier da mal 80, da dann 300, okay, mal sehen wie es weitergeht, Leute, aber wie auch immer. Fangen wir doch einfach mal an hier, Prolog.
Ich hoffe, das geht jetzt erstmal mit zwei Leuten, aber wir haben ja das Rufen, was da unten angezeigt wird, theoretisch noch nicht gelernt, ja? Also sehen wir mal. Ich weiß noch nicht, ob Virion immer eingeteilt wird, aber wahrscheinlich, weil sie eben von diesem Bogen redet, ne? Könnt ihr mir ja schreiben, wenn ihr es selber spielt. Kommandantin Anna, geht's euch gut? Wartet mal, wer ist da bei euch? Ist es möglich, dass die Legende... So ist es, Prinz Alfonso, die Legende ist wahr. Ich hob breiter Blick hoch und Kiran erschien. Unser legendärer Held ist hier und ist sogar in der Lage, die heilige Waffe zu führen. Zu was breiter Blick fähig ist? Oh, das ist so wunderbar, er sendet Helden aus. Findet ihr nicht auch, dass dieser Alfonso aussieht wie eine Mischung aus Siegbert und Krom irgendwie, so ein bisschen? Nur noch ein Tick freundlicher, würde ich sagen, aber es ist genau die Mischung gefühlt. Irgendwie witzig. Ist nur meine Meinung, das habe ich mir ständig gedacht, wie ich den gesehen habe auf den Artworks und so, aber gut. Unglaublich, ihr seid also unser legendärer Held aus einer anderen Welt, Kiran. Ich bin Alfonso, Prinz von Aska und Mitglied der hiesigen Wächter. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Es tut mir leid, euch darum zu bitten, da wir uns gerade erst kennengelernt haben, aber ich brauche eure Hilfe. Wir Wächter haben uns geschworen, das emblanische Imperium, das in die Welten der Helden einfällt, aufzuhalten. Eine dieser Welten ist die Welt von Mystery. Leider habe ich Furchtbares erfahren. Das Imperium hat dort die Macht übernommen. Wir müssen in die Welt von Mystery, um diese zu befreien. Ach, und noch etwas, Kommandantin Anna. Mir ist in der Nähe der Soldaten hier jemand aufgefallen. Ein seltsamer Mann, um genau zu sein. Kein imperialer Soldat. Auch kein Held aus der Welt von Mystery. Ein seltsamer Mann, sagt ihr? Könnte er ein Verbündeter des emblanischen Imperiums sein? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Er trägt eine Maske und verbirgt sein Gesicht auch vor den Imperialen. Aber nun müssen wir in den Kampf eilen. Es nähern sich Soldaten. Playerface, jawohl. Denkt an das Waffendreieck, Kiran. Ja, Fire Emblem 12 Musik. Oh, super. Das ist exakt aus dem DS-Teil. Haha, göttlich, ja. Manche wissen ja vielleicht, dass Fire Emblem 12 eigentlich mein Lieblingsteil tatsächlich ist, ja. Als Einzelspiel betrachtet, als Reihe wäre es wohl tatsächlich 9 und 10 dann. So, Lanzenkämpfer. Dann hier haben wir einen Schwertkämpfer und hier haben wir einen Axtkämpfer. Wunderbar. Na gut, dann ist es ja schon relativ klar, wie wir uns aufteilen, ja? Warte, wie weit kommst du? Okay, du kommst eh nur bis dahin, also ist das erstmal irrelevant. Dann gehst du dahin. So, du solltest erstmal auch ein bisschen vorankommen. Ich stelle mir nur eins nach vorne erstmal. So, die teilen sich ein bisschen auf, alles klar. So, Virion darf ein bisschen Support machen hier. Ah, Moment, wie sieht's da unten aus? Ich will jetzt nicht, dass Virion gleich angegriffen wird, ehrlich gesagt. Vielleicht stelle ich ihn auch erstmal runter. Kann Anna zwei Hits tanken? Ich denke schon, oder? Zur Not. Das gefällt mir gerade nämlich nicht so sehr. Ich glaube, ich blockiere nämlich erstmal oben, ganz im Ernst. Mach du mal den ersten Hit, ja? Achso, du kriegst eh gleich auf 0, okay. Na gut, vielleicht denke ich gerade zu kompliziert, denn anscheinend sind wir am Anfang ein bisschen OP oder so. Also kein Problem, ja. Stimmt, die sind eigentlich alle ziemlich, ziemlich stark, wenn ich mir das so ansehe. Ich glaube, ich mache mir da unnötig Sorgen. Trotzdem blockieren wir erstmal oben, dass niemand gleich zu Virion hinkommt. Achso, du hast jetzt nicht angegriffen. Egal, dann blockier erstmal. Huch, das ist ja komisch. Muss ich da irgendwie Gesten zeichnen oder so, dass du dann direkt angreifst? Ich wollte mich eigentlich nur auf dieses Feld stellen und dann so angreifen, damit ich hier aus dem Range draußen bin, ja. Naja, wie auch immer, okay, Leute. Gut, was soll's. Dann machen wir das ein bisschen anders. Genug aushalten tun sie ja sowieso, ne? Indeed. Du sollst von hier aus angreifen, bitte. Ach so, man muss die hier entsprechend ziehen dann. Also schon irgendwie Gesten ziehen anscheinend. Na gut. Ja, aber hier gibt es keine Dialoge dann, ne? Mit Angriff, Warten und so weiter. Das geht so einfach Hand in Hand. Weniger kann ich nicht leisten, das verlangt mein guter Ruf. So, wunderbar. Ach, jetzt bin ich schon wieder runter, ne? Das ist unglaublich. Das ist so die Gewohnheit, dass danach der Dialog kommt, ne? Und du kannst halt einstellen, ich greife an, ich benutze ein Item oder so. Kennt ihr ja wahrscheinlich alles, ne? Wenn ihr Fire Emblem gespielt habt. Aber ich denke ja auch, dass hiermit eben viele Neuzugänge zur Fire Emblem Community dazukommen und so, ganz klar. Hoffe ich auch sehr, ja. Und es sieht auch ganz nett aus bisher, ja. Für ein Mobile-Game würde ich sagen, ist die Qualität auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich gut. Artwork-technisch, musiktechnisch und so, klar. Aber natürlich, Intelligent Systems hat was auf dem Kasten, das wissen wir, ja. Ein wirklich mächtiges Studio. Und das sieht man deutlich, ja.
Schon trotzdem sehr beachtlich. Wir hatten zwar jetzt kleinere Bugs hier mit der Namenseingabe, das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade einen Android-Emulator benutzen muss. Das ist so das Beste, um praktisch grafisch das meiste rauszuholen. Ich könnte das auch mit einem Handy machen, aber ist, glaube ich, nicht so toll dann qualitativ. Also nicht abfilmen, ja, sondern schon ein Programm auf dem Handy laufen lassen, natürlich, ganz klar, ja. Die Idee wird mir gar nicht erst kommen, aber egal. Wer bist du, fremder Alfonso? Dies muss der Maskierte sein, den ihr gesehen habt. Ihr da, sagt, seid ihr ein Soldat des Amblanischen Imperiums? Wenn ja, so steht ihr auf der Seite des Bösen. Das Imperium sollte nicht in die Hände der Helden einfallen, geschweige denn sie besetzen. Oh, wirklich? Dann vermute ich mal, dass ihr ebenfalls wollt, dass wir die Portale schließen, was? Träumt weiter. Wie könnt ihr es wagen? Wohin wollt ihr? Kommt sofort zurück und verantwortet euch! Ja, verdammter Kerl, er ist weg. Diese Portale, die er erwähnt hat, Kiran, wir finden unsere Welt mit jenen, in denen Helden leben. Die Königlichen des Reiches Asker, wie Alfonso hier, sind in der Lage, diese Portale zu öffnen. Irgendwie spreche ich dieses Asker oder keine Ahnung, man spricht, wenn ich spreche ständig wie Asker aus, ganz im Ernst. Das würde zwar auch passen vielleicht, keine Ahnung, das sieht hier nämlich alles sehr himmlisch aus und so, wo die da die ganze Zeit agieren, aber mal sehen, ja. Und die Königlichen des Amblanischen Imperiums sind in der Lage, die Portale zu schließen. Vor langer Zeit öffneten und schlossen beide Familien die Portale in friedlichen Einvernehmen. Aber dann nutzte Embla seine Macht für das Böse und ließ all die Portale offen. Das Imperium fiel in die Welten ein. Sie sind nicht in der Lage, die Portale zu schließen. Nur sie können das. Aber wir können sie bekämpfen. Deshalb haben wir in Asker die Wächter von Asker gegründet, um das Imperium aufzuhalten. Aber nun lasst uns in die Welt von Mystery eilen. Alfonso, eure Schwester ist auf einer Erkundungsmission. Ich habe Angst, dass sie in Gefahr ist. Ich mag übrigens die neuen Designs, also hier jetzt eher ist trotz allem cool, wo ich vorhin gemeint habe, ne? Erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Krom und Siegbert. Und seine Schwester ist Artwork, kenne ich ja auch und so. Das sind eigentlich schon ganz coole Charaktere auf jeden Fall. Und auch dieser mysteriöse Typ hier, was man hier rührt. Was? Es gibt Skinship? Oh mein Gott, WTF. Haben wir das nicht rausgenommen? Es gibt zwar keine Animation, aber es gibt so eine Skinship-Andeutung. Yeah, super. Oh mein Gott. Was? Einfach durch Zufall. Oh, Moment, berühren, hä? Okay. Ja, genau, Sharina, ne? Auch ein cooles Design, gefällt mir ganz gut. Kommandantin Anna, Bruder, wieso habt ihr so lange gebraucht, bis ihr in die Welt von Mystery gekommen seid? Es tut mir leid, Sharina, wir mussten uns den Weg hierher freikämpfen. Wen habt ihr denn da bei euch? Oh, ihr haltet das heilige Relikt und es strahlt hell. Seid ihr der legendäre Held? Unsere Gruppe hat stier verzweifelt gehofft, dass ihr kommen möget, uns zu retten. Bitte beruhig dich, Sharina, das ist Kiran. Nein, Chris, es ist verdammt normal. Wie sich herausgestellt hat, ist der legendäre Held außerdem auch ein talentierter Taktiker. Wir sind bei ihm wirklich gut aufgehoben. Aber das ist ja fantastisch. Und ihr legendärer Held seid genauso großartig, wie ich es mir immer ausgemalt habe. Ich werde eure größte Bewunderin sein. Oh, meine Manieren haben sich wohl gerade verabschiedet. Was? Ich bin Sharina, Alfonses süße kleine Schwester. Wer so von sich selbst spricht, ich weiß ja auch nicht, ja. Irgendwo ist bei dir doch auch eine Schraube locker, aber egal. Nun ist es aber gut, sag uns lieber, was uns hier erwarten wird. Einfach ausgedrückt etwas Schreckliches. Das Imperium hat die Kontrolle über einen Helden aus der Welt von Mystery übernommen. Also, ganz nebenbei, ja, ich sag ja nichts, wenn eine Elise oder so sowas sagt, zum Beispiel aus Fates, ja, weil da sieht man, die ist ein bisschen kleiner und okay. Aber die hier sieht jetzt nicht super jung aus vergleichsweise, ja, und das ist anscheinend auch eine Lanzenkämpferin, ja. Also, ich weiß ja nicht. Egal. Das Imperium hat die Kontrolle über einen Helden aus der Welt von Mystery übernommen. Sie schwingt sich durch die Lüfte. Eine furchterregende Person, ganz in Rot gewandelt. Minerva, oder was? Eine rote Fliegerin aus Mystery. Das klingt nach Prinzessin Minerva. Dam, dam, dam. Haha. Mal FE Knowledge over 9000. Ja, das ist einfach so. Es wird kein einfacher Kampf. Wir sollten einen Helden einsetzen, der es versteht, mit dem Bogen umzugehen, oder... Hinfort, Fremdlinge, ich bin Minerva, Prinzessin von Maedor. Ich warne euch nur einmal, kehrt in eure Welt zurück. Ich bin verpflichtet, im Amblanischen Imperium zu dienen. Und die imperiale Prinzessin Veronica gab mir ihren Befehl. Sie befahl mir, ein Königreich in der Nähe ihres Imperiums anzugreifen. Ich habe keine Zeit für euresgleichen. Prinzessin Minerva, bitte hört mich an. Ich bin Prinz Alfonso aus jenem Reich, welches ihr angreifen wollt. Ich flehe euch an, legt die Waffen nieder. Wir aus Asker haben kein Verlangen, mit euch edlen Helden zu streiten. Mein Kontrakt befiehlt mir, Prinzessin Veronica zu gehorchen. Es gibt nur einen Weg, mich zu befreien. Beweist, dass ihr stärker seid. Müssen wir dies unbedingt in einem Kampf beweisen, Prinzessin Minerva? Prinz Alfonso, sie hat ihre Bedingungen genannt. Wir müssten kämpfen und gewinnen. Alle Mann bereit machen zum Kampf. Okay, alles klar. Einige Mauern könnt ihr einreißen. Chris. Ich sag jetzt einfach dann immer Chris. Oh cool, da unten sind anscheinend Katria, Palla und Ace, oder? Ah nein, nur Katria und Palla.
Aber dafür ist hier ihre Schwester dabei, die Maria. Cool. Na, Pala und Katria, genau, wunderbar. Kann ich natürlich alles gleich zuordnen, ja. Super. Nice, okay. So, und sie ist neu dabei, Sharina. Allerdings müssen wir bedenken, ich weiß nicht, wer Affendreieck hier genau, also was das alles ausmacht in dem Spiel jetzt, in der Mobile-Abwandlung hier. Es kann natürlich sein, dass es ein bisschen anders sich verhält. Aber die da unten werden wahrscheinlich sowieso ziemlich weit vorankommen, mal sehen. Greif mal an. Kann man die direkt einreißen? Die sieht noch nicht wirklich kaputt aus. Ach schade, kommt noch nicht weit genug. Denn ich will eigentlich eine Axtkämpferin hier an der Front auf jeden Fall haben. Das ist schon klar. So, du machst die Marker kaputt. Ja, wunderbar. Dann sehen wir doch mal. Wow, die haben nicht viel gemacht. Flugeinheiten sind schwach gegenüber Pfeilen. Schützen erweisen sich da als nützlich. Ja, wunderbar. Greif eine Flugeinheit mit dem Bogen an, um sie schnell zu besiegen. Ja. Die ganzen Animationen und so weiter, ich mag das schon irgendwie. Klar, es ist versimpelt, aber es ist gut versimpelt, ja. Das ist ein großer Unterschied. Die meisten Mobile-Games machen das ganz, ganz furchtbar, finde ich immer. Aber das hier, ja, sieht soweit doch ansprechend aus, würde ich sagen. So, wir stellen erstmal... Also das nervt dich ein bisschen, du kommst hier halt nicht wirklich weit voran. Das ist klar, weil die Maps sehr klein sind, ne. Dass die an der Bewegung ein bisschen was verändert haben. Ich komme ja nicht mal hier durch, das ist schon ein bisschen bitter, ja. Ich würde mich halt nicht unbedingt jetzt hier mit so einem Schwertkämpfer in Lanzenrange eigentlich begeben, ne? Das ist schon wieder so ein Unding, was ich gar nicht erst machen will, weißt du? Das ist halt so. Deswegen reißen wir jetzt erstmal die Mauer gar ein. Ja. Und dann teilen wir uns erstmal ein bisschen so auf. So. So, die bewegen sich anscheinend erstmal immer nur ein Feld. Müssen wir mal sehen, ja? Gut so. Er kommt eventuell schon weit genug, ja, das würde tatsächlich gehen. Yes. Kannst du sie erledigen? Nee, Maria kann ich nicht gleich ausschalten, das ist ärgerlich. Ja, aber ich komme hier sicherlich schon durch, oder? So oder so müssen wir auf jeden Fall sofort einen ausschalten. Wie viel macht ihr mir? Das ist mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht. Das hier ist weniger Schaden, ne? Ja, da kriegen wir weniger ab. Deswegen geh auf Pala, was lustig ist, weil Pala eigentlich die Stärkere ist normalerweise. Hier braucht immer so ein bisschen, bis sie stärker wird, aber gut. Normalerweise. Genau, du kannst jetzt hier angreifen, das war mir schon klar, dass das reicht. Bams! Darauf kommt es nämlich an. Ja gut, dann gehen wir eben doch ein bisschen vorwärts, so gut es eben geht. Das ist hier gerade so relativ, ja. Nicht unbedingt so, wie ich es aufteilen will, aber anscheinend bewegt sich Minerva noch gar nicht, keine Ahnung. Das war jetzt schon klar, dass sie heilt, aber anscheinend ist sie gar nicht so gut im Heilen. Na gut. Wow, die sind... Die machen wirklich nicht gerade viel hier unten. Okay. Wow, du musst jetzt erstmal die hier loswerden, sonst wird das Feld hier gar nicht frei. Aber die Animationen sind wirklich cool, oder? Was meint ihr, Leute? Müsst ihr mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Ich mag den Stil an sich schon ganz gut. Ja, durchaus. Ich bin aber bei Mobile Games wirklich skeptisch und gerade Fire Emblem Mobile, ganz am Anfang war ich furchtbar skeptisch, ja. Ich fand's grässlich, ja. Die Vorstellung, was das ein Fire Emblem werden könnte, wenn man das Ganze mobil macht, ja. Wir wissen ja, was manche Leute so aus Mobile Games, machen, ja. Oh, sie kann zweimal angreifen hier. Bam. Oh, mit der Axt erledigt hier. Ja, jetzt kann er hier angreifen, sehr gut. Ja, anscheinend gibt es wirklich eben keinen Fähigkeitswert mehr. Das heißt 100% immer. Weil sowas wäre auch mal ganz cool, ja. Wenn es das mal regulär gäbe. Fände ich mal interessant. Einfach nur als Zusatzspielermodus oder so. Schnell einen Shiga raushauen. Das fände ich schon ganz cool. Ich meine, es gab auch mal den festen Wachstumsmodus. Den kennt ihr ja auch, wenn ihr mal Fire Emblem 9 LPs seht natürlich, weil ich da ja im festen Wachstumsmodus spiele. Und da wird ja auch schon RNG rausgenommen. Hätte man jetzt das zusätzlich noch, das wäre echt mal interessant. So ein Modus, wo ganz wenig RNG nur noch ist. Das wäre echt cool. Na gut gemacht, Prinz Alphonse. Ihr seid stark genug, um den Kontrakt mit Veronica zu brechen. Daher sind wir wieder frei. Ich gebe euch mein Versprechen, euer Reich nicht anzugreifen. Lebt wohl. Damit hätten wir diese Mission beendet, Kieran. Chris. Ihr seid ein wahres Taktik-Genie. Ich denke, ich werde euch wirklich sehr, sehr mögen. Hört mal alle her. Gerade erreichte mich die Nachricht, dass diese emblanischen Soldaten auf dem Vormarsch Richtung Aska seien. Was? Dann war all das hier... Das war nur eine Ablenkung. Wir haben unser Königreich schutzlos und offen für Angriffe zurückgelassen. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir sollten uns jetzt beeilen, zurück nach Aska.
Wunderbar. Helden im Kampf. Ich denke, wir müssen den Prolog erst spielen, bevor wir den Rest machen können, oder? Das machen wir aber auf jeden Fall. Das werde ich dann angespielt definitiv machen. Und soweit macht es auch Laune, ja? Prolog 3. Helden im Kampf. Definitiv. Übrigens, Veronicas Design ist ziemlich awesome. Ich mag das ziemlich. Was ich aber interessant finde, sie sieht irgendwie so traurig drein. Ob die wohl noch irgendeinen coolen Hintergrund hat, mal sehen. Husch, husch, ihr kleinen Helden. Es stiehlt für mich. Verbreitet Zerstörung. Tötet alle, die sich uns in den Weg stellen. Dieses Königreich muss untergehen, denn dann gibt es niemanden mehr, der sich mir in den Weg stellen wird. Jeder Held in jeder Welt, sie alle werden mir gehören. Jeder von ihnen. Das werden wir nicht zulassen, Prinzessin Veronica. Und ich werde euch euren Vorstoß in mein Königreich niemals verzeihen. Oh, ihr seid es. Und das, nachdem ich mir so viel Mühe gegeben habe, eine nette Spielkameradin für euch zu finden. Und wer seid ihr, Fremder? Ihr habt da dieses alberne Relikt. Dann seid ihr bestimmt der legendäre Beschwörer, was? Egal, ihr seid einfach derjenige, der als erster sterben wird. Oh, Xander. Xander taucht auf. Ihr wünscht ihn vernichtet zu sehen, Prinzessin Veronica. Euer Wunsch ist mir Befehl. Nein, sie hat Xander, einen der wohl mächtigsten Helden aus der Welt von Herrschaft. Keine Sorge, wir werden euch beschützen, Chris. Alle Mann, macht euch bereit. Jetzt zeigen wir dieser miesen Prinzessin mal, wozu die Wächter von Aske wirklich fähig sind. Ah ja, hier ist also Xander. Sind die jetzt auch alle im Noir-Outfit? Cool. Auch ein bisschen Noir-Musik hier. So, Xander kann man hier auch aufrufen. Da unten stehen auch immer anscheinend dann die Zeichner und so. Das finde ich ganz cool. Aber alles ganz cool gemacht. Ja, die haben ja jetzt extra nochmal alles hier zeichnen lassen und so eben. Als erstes haben wir hier einen Bogenschützen, ja. So, wie weit kann Xander eigentlich gehen? Er ist beritten, also berittene Einheiten kriegen hier anscheinend 3 Felder hin sogar. Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir gehen erstmal einfach nur mit Birion hier hin. Dann soll der uns erstmal angreifen, der Typ. Und dann teilen wir uns hier noch ein bisschen auf. Und gut ist, ne? Sehen wir doch mal. Was? Was ist das? Er kann buffen? Das ist interessant, okay. Hat ihn gerade irgendwie gebufft oder so. Huch. Und da hat jemand anscheinend eine Art Swap-Fähigkeit, ja? Das ist auch interessant. Okay. Nutze den Beistand einer Einheit, indem du sie auf eine andere bewegst. Beistehen wird bei Verbündeten genutzt. Ah ja. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht direkt angreifen kann, könnte ich zumindest mit Beistand irgendwas bewirken, ne? My turn. Ah ja. So ist das dann also. Das kann auch nicht jeder anscheinend, ne? Also sie kann's. Yes. Er kann's zum Beispiel gerade nicht. Yes. Kann ich das jetzt zum Beispiel so machen? Ah ja, okay. Interessant. Shall we? Ob das so eine gute Idee gerade ist, ist die andere Frage, ne? Wir gehen erstmal ein bisschen vorsichtig vor, würde ich sagen. Nichts überstürzen, ja. Erstmal die etwas defensiveren hier hinstellen. Autsch, okay. Vielleicht soll man den Kampf aber auch verlieren. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich gerade nicht. Wirkt ein bisschen so, ja. Denn das ist schon ein bisschen krass viel mehr auf einmal hier. Gut, sie kann jetzt aber ihren Special. Aber das ist auch nur ein Crit, ne? Das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ich denke, das Beste wird sein, Xander zu isolieren und ihn einzukesseln erstmal. So schätze ich das gerade ein. Dann mach doch mal Nachthimmel. Bams, bams, bams. Erledigt. So, alles klar. Wir kriegen unser Level up. Wunderbar. Let's go. So, der Troubadour muss weg. Wunderbar, okay. Dann ist Xander jetzt auch von Einheiten umsingelt, die eben keinen Waffendreiecksvorteil haben. Das macht die Sache ein bisschen leichter. Ja, wir stellen uns einfach nur hin. In dem Fall, wir greifen nicht an, aber auf Distanz greifen wir an. Immerhin hat er anscheinend nicht sein Schwert Siegfried, also kann er nicht auf Zweier-Range angreifen. Das ist ganz gut, ja. Ich denke, eingekesselt ist hier, das dürfte die beste Strategie erstmal sein. Dann kann man das hier auch durchschaffen, Punkt. Ja, ohne dass irgendwer dran glauben muss. So, es gibt hier ja nur 100%, ne, aber ich komme eh nicht hin mit ihr, also ist das eh Quatsch.
Machen das nochmal so. Wunderbar, Leute. So, wie sieht es denn leveltechnisch eigentlich aus? Also du bist Level 3, du bist Level 2. Dann solltest du den letzten Hit machen. Greif auf jeden Fall mal an. Zack. Okay, wunderbar. Und dann sollst du hier finishen. Wenn es eh alles 100% ist, ist doch klasse. Zack, erledigt. So. Der Anna hatte am Anfang ein paar Probleme, aber es ging. Wunderbar. Geschafft. Ja, hier ist natürlich das mit Woofer, das ist immer so eine Sache, ne? Schwierig hier und da ein bisschen zu agieren, das merkt man schon. Da ist das Movement sehr eingeschränkt. Das soll man sehen. Man hat mich allein gelassen. Schon wieder? Wie langweilig. Ich werde mich zu Hause trösten mit einer Tasse Tee. Das klingt eigentlich ganz gut. Die törichte Prinzessin zieht sich mit ihren Helden zurück. Die Schlacht wurde gewonnen, aber es ändert gar nichts. Das Imperium wird über kurz oder lang wieder hier einfallen. Dieses dickköpfige Kind, wieso können wir nicht einfach darüber reden? Diese Invasionen sind verrückt. Ehrlich, Veronica sollte wirklich langsam erwachsen werden. Wo bleibt ihr Sinn für Diplomatie? So ein Rotzplage. Sharena, jetzt lasst euch mal nicht von euren Gefühlen überwältigen. Nicht im Einsatz, bitte. Ich erwarte von euch einen kühlen Kopf, wenn ihr bei den Wächtern dienen wollt. Feindseligkeit ist deren Sache, nicht die unsere. Ja, ja, schon gut. Ich mein zu Befehl, Kommandantin Anna. Es tut mir leid, aber dass ihr hier mitten in unseren grausamen Krieg geworfen wurdet, Kiran. Aber ich bin froh, dass ihr hier seid, als ein offizieller Wächter von Aska. Eine Sphäre erhalten, neues Kapitel der Story hinzugefügt, Spezialkarten, die Arena und mehr wurden freigeschalten, meine Güte. Okay, und anscheinend gibt es hier auch solche Kristalle oder so, mal sehen, wie das mit Microtransactions ist, ja. Die Welt von Mystery. Da sieht man auch schon Marv natürlich, ja. Das erkenne ich dadurch, ja, auch wenn der hier vielleicht wie ein Schatten maskiert ist, aber hey. Können wir jetzt eigentlich Leute rufen? So, Leute, das wird wirklich spannend. Wir dürfen ja anscheinend schon welche beschwören, ne? Ach, man kann einen Fokus setzen. Legendäre Helden, tiefe Hingabe. Ja, ne? Oh Mann. Interessant, okay. Erscheinungsrate, wie ist das hier? Ach so, da sieht man die Häufigkeit und Seltenheit der Helden, okay. Ja, aber es ist anscheinend gleich verteilt, oder? Ach, Details öffnet aus dem Browser? Nee, okay. Ah ja, es steht, wer alles dazugehört, ne? Ja, ist jetzt auch relativ. Ich glaube, das sind schon ein paar coole dabei, wenn ich das so gerade überfliege, ja. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sehen wir doch mal, ja. Wer wird mein erster Held sein, den ich tatsächlich beschwöre? Ach, anscheinend regeneriert man auch Energie da oben, sehe ich gerade, weil da so ein Timer abläuft. Ja. Machen wir das einfach mal, Leute, oder? Ja. Wer ist wohl mein erster Held? Ja? Könnt ihr dann auch in die Kommentare schreiben, wer euer erster war. Du sparst Sphären, wenn du mehr als einen Helden aus der gleichen Steinauswahl beschwörst. Du sparst am meisten, wenn du 5 Helden rufst. Wähle einen Stein, die Farbe bestimmt den Typ des Helden. Das hier sieht interessant aus, das Grün. Das sticht so ein bisschen arg heraus. Beschwörerstein Grün, ruft grünen Helden eine Axt, ein grünes Buch etc. Führt, ach so, da geht's um den Waffentyp, ne? Ruft blauen Helden eine Lanze, ein blaues Buch etc. Führt. Ah, okay, Leute, so ist das also. Das sind die Schwertnutzer, das sind Axtnutzer. Lanzennutzer. Ich gehe jetzt erstmal auf grün, keine Ahnung. Das sticht gerade so raus, deswegen. Mal sehen, wer ist jetzt der Erste? Oder die Erste? Sehen wir doch mal, ha? Huh? Aha. Der Veruca ist meine erste Einheit, die ich so bekomme. Das ist ganz gut, würde ich sagen. Ich bin Veruca, Assassin aus Noor. Habt ihr eine Mission für mich? Ich werde sie erledigen. Ja, wunderbar, okay. Ja, machen wir einfach mal weiter. Wir haben sie ja momentan, ne? Dann würde ich sagen, ist als nächstes mal Lanze dran, ja? Gibt auch genug coole Lanzennutzer. So, was kommt als nächstes, ha? Als nächstes kriege ich... Na, sowas. Oboro, okay. Die Dämonen. Hat 4 Sterne sogar, ne? Sowas. Mein Name ist Oboro. Ich bin eine Speerkämpferin aus Oshido. Das ist eine tolle Schneiderin. Ja, wunderbar. Hört ihr einen Ritter tot ausgerüstet oder was? Sieht so aus in Sprites, okay. Skinship, Skinship. Ach, man kann reden. Was ist denn das? Ach so.
Wow, okay. Ich weiß nicht, ob die Stimme passt. Die haben ja auch neue Stimmen, ne? Ist das so in Ordnung? Ich weiß ja nicht. Was ist das hier eigentlich? Hä? I'm particular about my clothes. But when it's time to fight, I get dressed in a flash. Okay, alles klar. Na ja, gut, das ist halt so angepasst auch ein bisschen. Name a target. Any target. Until then, I'll be here. Getting ready. Wie auch immer. Machen wir mal weiter, ja. So, wen holen wir als nächstes? Ich würde sagen, wir gehen mal auf das hier. Sehen wir nochmal, ja, Leute? So, wen kriegen wir als nächstes, ja? Schwerter diesmal. Ja, nein, cool, sehr gut. Lelina, sogar eine meiner Lieblingseinheiten. Nicht schlecht. Ich bin Lelina, Tochter des Hector, des Marquis von Ursidia. Oh Mann, wenn hier Hector schon fällt, ne? Das wäre auch noch so eine unglaublich tolle Addition zum Tier. Ich bin mal gespannt, ja. Auf jeden Fall ist Lelina schon mal ziemlich awesome. Das finde ich richtig toll. Ich lerne noch, aber Feuermagie kann ich schon gut nutzen. Okay, alles klar. So, theoretisch können wir uns noch einen holen. Und ich bin super zufrieden, dass wir noch Lelina bekommen haben. Ja, dann holen wir uns noch einen, oder? Ach, wenn man welche aus derselben ruft, dann wird es günstiger anscheinend, okay. Gut, das hätte ich nochmal lesen sollen, genauer, ja, aber egal. Das ist alles erstmal Showcasing und so, dann sehen wir nochmal. Ah, na sowas, Selena. Ja. Jetzt sind wahrscheinlich ganz, ganz viele neidisch, die Selena als Wife haben. Oh Gott, ich sollte mich verabschieden und jetzt keine Videos mehr produzieren und komplett untertauchen, ja. Ich sehe schon. Ich bin Selena, Söldnerin im Dienst der Noirs, eine fähige Söldnerin. Fragt die anderen und ich bin süß. Bonus. Yeah, das ist toll. Ja, bezahlen 3 steht jetzt da nämlich auch. Das hätte ich so rum machen müssen. Boah, ich Genius, aber egal. Wie auch immer, eigentlich ganz cool, oder? Das sind erstmal die ersten 4 Leute, die ich bekommen habe. Ja, Oboro, Veruca, Selena, Lelina, gefällt mir eigentlich ganz gut. Wow, nur weibliche Charaktere, okay. Was? Ach so, nein. Wie, was? Nein, weitermachen, ja? Aber es geht doch nicht mehr. Ich kann doch nicht mehr bezahlen. Ich will mir aber keine Sphären. Warte, habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ich will meine Einheiten schon behalten, ja? Ja, man muss doch keine 5 Helden rufen, oder? Das ist ein bisschen komisch geschrieben, nämlich. Ach so, das meinen die damit, dass einfach nur die übliche Sphäre praktisch noch weg ist, ne? Okay, ein bisschen erschrocken gerade, ja. So, wie sieht's hier aus? Was kostet das Ganze eigentlich? Was kostet denn der Spaß? Ach so ist das, ja. Wir müssen uns das mal genauer ansehen, ja. Ich werde das definitiv nicht machen, das ist schon klar, ja. Ich finde, das ist schon relativ gesalzen. Dann 3 Sphären sind 2 Euro. Von 3 kann ich mir noch nicht mal einen Helden beschwören. Für 6 Euro kann ich mir dann mal 2 Helden beschwören. Ja, das kann man ausrechnen. Das ist ein Held effektiv 3 Euro. Autsch. Das ist viel. Das ist viel Geld. Was ist das? Schloss aufwerten? Ach, hier kriegt man dann mehr Erfahrungspunkte und so Zeugs. Okay. Ja, Mobile Games. Ja, das mit der Energie da oben sieht man ja. Das geht anscheinend automatisch. Ach, das kann man hier auch direkt auswählen, ha? Huh? Duellschwerter, was ist denn das? Unterkünfte erweitern. Ach, es gibt auch eine Begrenzung zu Beginn. Die muss man auch nochmal erhöhen für Sphären. Ja. Ich sehe schon, ne? Wie das abläuft hier. Oh, und es gibt noch ganz viele unterschiedliche Items. Was ist das hier zum Beispiel? Scharlachorden, setzt Potenzial der Verbündeten frei. Ach so, man kann damit Einheiten praktisch weiterentwickeln oder so wahrscheinlich auch, ne? Im Kampf verwendbar stellt Bewegung, KP und Spezial aller Verbündeten wieder her. Ach, solche Sachen gibt es dann auch. 50 Energie. Setzt Potenzial frei. Ist wohl sowas wie ein Meistersieger? Müssen wir mal sehen, wie genau das abläuft. Filme, Einstellungen. Was kann man hier eigentlich alles einstellen? Ah ja, was alles so automatisch ist und so. Also ich meine, grafisch und auch natürlich jetzt so von der Musik und so gefällt es mir bisher sehr gut. Die Artworks sind ja auch klasse und so, muss man einfach sagen. Verbündete sind hier. Ach, man kann auch Fähigkeiten lernen. Sieh mal eine an. FP und Fähigkeiten. Verbündete können Fähigkeiten lernen, wenn du ihre Fähigkeitspunkte einsetzt. Das ist das also. FP sind Fähigkeitspunkte. Verbündete verdienen sich FP, indem sie Gegner besiegen und wenn sie aufleveln. Potenzial freisetzen. Verbündete können noch stärkere Fähigkeiten lernen, wenn ihr Potenzial freigesetzt wird. Ja, okay, alles klar.
ist recht eingängig. Was? Haben wir Nino? Nein, Ray. Achso. Na Quatsch. Was mache ich denn? Ja gut, da kann man schon mal durcheinander kommen mit den ganzen grünhaarigen Magiern. Aus den GBA-Teilen, ne? Matthew ist dabei, das ist auch interessant. Ist das random, dass man die bekommt, oder sind das sozusagen Standard-Leute, die man einfach hat? Müsst ihr mir dann auch schreiben, ob ihr die schnappt. Und natürlich denkt dran, ja, was habt ihr für Leute bekommen? Warum sind bei denen jetzt eigentlich Herzen dabei? Ist das, weil ich sie berührt habe auf dem Touchscreen oder was? Warte, das muss ich jetzt bei Selena kurz mal sehen. Berühren. Oder habe ich die als Favorit jetzt praktisch markiert, das mit dem Herz hier zusammenhängt? Moment. Ah ja, okay, anscheinend kann man die als Favoriten markieren, huh? So ist das also. Also Lilina ist schon mal super, das gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, einer meiner Lieblingscharaktere sogar. Ganz cool. Habe ich sogar mit reingewählt. Das war, glaube ich, die zweite, die ich sogar reingewählt habe. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Lilina war, glaube ich, die zweite, die ich ausgewählt habe. Die hat auch Bolganone gleich und so. Das hört sich gut an. Wie sieht es mit dem Rest aus? Du hast ein Stahlschwert. Panzerspeer, huh? Also wie damals für Ida. Nicht schlecht. Stahlaxt. Fluxzauber. Eisendolch. Eisenlanze. Eisenschwert. Eisenbogen. Eisenaxt. Okay, also die neuen haben schon ein bisschen besseres Equipment tatsächlich. Wie ist das denn jetzt mit Fähigkeiten lernen? Huh? Also, ich weiß nicht, du zum Beispiel könntest bestimmt was machen, oder? Ja, wie setze ich die denn jetzt ein? Ach so, weiter, ne? Ach ja, okay. Ach so, man muss auch, also Stahlschwerter und so, also besseres Equipment kostet auch FP. Und zwar einiges anscheinend. Ach du meine Güte. Ins Schwarze, das funktioniert ja auch ein bisschen anders, ne? Haben sie ein bisschen hier so Fähigkeiten übernommen, aber ein bisschen umgeändert von der Bedeutung. Angriff sammeln, Geschwindigkeit hoch, okay. Was kannst du jetzt zum Beispiel? Feuerelfenlicht, Bolganone, hat sie alles schon, starke Flamme, okay. Sie kann eigentlich gar nicht mehr so viel lernen, so gesehen. Wobei doch, sie hat anscheinend erstaunlich viele Skills, okay. Da merkt man wohl das 4-Sterne-Potenzial oder was. Aber sie fängt auch schon relativ stark dann an, ne? Dieses hier. Stahlschwert, Panzerbrecher? Ah ja, okay, wir kriegen also auch Effektivität. Und sowas gibt es also schon noch. Also ein bisschen Komplexität haben wir hier und da schon noch, ne? Das finde ich auch ganz gut. Ah ja, erstmal einfach nur ein bisschen umsehen. Es gibt Spezialkarten, Arena-Duelle. Das müssen wir uns alles eigentlich mal ansehen, ja. Ach, und das Quartier. Ja, cool, die Eule gibt's hier, oh mein Gott. Zur Geschenkliste gesandt, zweimal Sphäre. Ach so, Veröffentlichungsbonus gibt's noch, okay. Immerhin, ganz schön. Die Eule, also der japanische Twitter-Account, ja, die haben die extra dafür eingerichtet. Der Twitter-Account von Heroes hat eben diese Eule als Symbol auch. Und ich finde die voll cool, die Eule. Die sieht super aus, ja. Eulen sind awesome. So, was haben wir hier? Fokus legendärer Helden. Ach so, anscheinend ändert sich das auch. Ja, wann welche Helden vorkommen und so, ne? Gibt es anscheinend immer solche Zyklen oder so. Das ist interessant. Was ist das hier? Freundesliste. Ah ja, okay, alles klar. Ja, kann ich vielleicht auch mal welche einladen oder so, keine Ahnung. Neue Quests wurden hinzugefügt. Februar-Quests, Fragmente, Kristalle. Ah ja, okay, besondere Gegner besiegen und so weiter. Dann kriegen wir auch noch Sachen und so. Also haben wir es, dass das monatlich auch, dass es da einiges gibt, was man kriegen kann, ha? Hier und da kriegt man anscheinend auch mal Orbs. Die sind wohl das Begehrteste, dann das dürfte eigentlich klar sein, ne? Damit man viele Helden rufen kann, aber ich bin nicht bereit dafür, wirklich Geld auszugeben, sage ich klipp und klar, ja. Das gilt natürlich auch an meine Zuschauer. Seid vorsichtig mit sowas, ja. Ach so, man kann diese Nintendo-Münzen anscheinend. Nee, das ist was Besonderes. Was ist das? Kann ich meine normalen Nintendo-Coins umtauschen zu sowas oder was? Muss ich mal nachrecherchieren, ne? Ja, hier werden die, glaube ich, alternativ noch angezeigt, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Aber diese Art von Punkt habe ich noch nicht, merkwürdig. Ja, müssen wir mal sehen, wie das alles geht. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall, Leute, seid auch vorsichtig mit sowas, ja. Ihr seht schon, das hat eine Menge an Mikrotransaktionen. Ich will da lieber immer die Leute warnen vor sowas, ja. Seid vorsichtig mit dem Spiel, seid vorsichtig. Es sieht schön aus und so, ja. Nur ist ein Fire Emblem und ja, es ist von Intelligent Systems und so, aber seid vorsichtig, ja. Übertreibt's nicht. Hier kann man mit Leuten quatschen. Danke für alles, was ihr tut. Mit euch an unserer Seite können wir wohl alles erreichen. Veruca schwärmt schon von uns. Ich verbringe viel Zeit mit der Pflege meiner Waffe. Kommt mir in solchen Momenten nicht zu nah. 5 Heldenfedern erhalten, okay. Einfach so. Achso, anscheinend muss man die anklicken, wenn die hier diese Symbole haben. Vielleicht geht das, wenn man das mit dem Berühren macht. Diese Art Skinship, ja. Vielleicht hängt das zusammen. Muss man mal sehen alles, ne? Alles erstmal austesten und so. Ist interessant. Ist schon ein interessantes Spiel auf jeden Fall.
Und ich würde sagen, ach, trainieren kann man ja auch noch und so, meine Güte. Ach, ich hätte noch mal 5, wisst ihr was? Ja. Ach so, nee, Quatsch. Moment, nein, beschwören will ich. Ach so, nein. Nach oben sind die Sphären und da steht ja, weil es 5 kostet. Okay, alles klar, nee, dann passt schon. Weil ich ja gerade wieder Sachen bekommen habe, deswegen dachte ich jetzt, aber naja. Ah, Moment. Wie geht's denn jetzt wieder zurück, wo wir die Kampagnenauswahl hatten und so? Das gab's doch vorhin. Achso, da gehen wir wahrscheinlich hier drauf, oder? Ah ja, Story und Nebenquests, okay. Finde ich aber schön, dass man das hier so gemacht hat. Spezialkarten. Nabatas Künderin Sophia. Ah, okay. Cool. Arena-Duelle. Was, wie sieht denn die Arena dann aus? Bekämpfe Rivalen für Prämien. Tritt gegen Rivalen aus aller Welt an. Wähle aus 3 Armeen, um die Herausforderung zu beginnen. Pro Kampf wird ein Duellschwert benötigt. Gewinnst du also Punkte basierend auf der Stärke deiner Gegner. Gewinnst du mehrfach hintereinander, bekommst du zusätzlich in einen Serienbonus. Der Serienbonus wird nach dem 7. Sieg in Folge zurückgesetzt. Dein Highscore. Versuche deine erfolgreichste Saison abzuschließen. Der Punktestand wird am Ende dieser Periode zurückgesetzt. Am Ende einer Saison erhältst du Prämien basierend auf Highscore und Platzierung. Ist dein Highscore hoch genug, kannst du einen höheren Rang in der Arena erreichen. Du kannst deine Punktezahl in jeder Saison verdoppeln, indem du bestimmte Charaktere einsetzt. Okay. Ah ja, Bonushelden der Saison. Ah ja, okay, und dann kriegt man Zusatzbonus. So ist das also, aha. Also unsere neuen, ja, Marv, Tiki, Robin oder Dara eben, ja, bei uns. Haben sie, warte, oh, ich kann nicht draufklicken, schade. Würde mich interessieren, wie sie es hier lokalisiert haben. Lucina, Roy oder Elliwood, wahrscheinlich ist es eher Roy, Lynn, Takumi und Camilla, okay, alles klar. Aber das Ziel, wie gesagt, ne, ich weiß nicht, was ihr davon haltet, würde mich auch mal interessieren, aber ich mag den, der ist ganz cool. Sind sehr knuffig, die Charaktere, so. Ja, macht auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck, würde ich sagen, für ein Mobile-Game überdurchschnittlich, ansonsten, ja, es hat halt die typischen Mobile-Game-Schwächen, wie Mikrotransaktionen und so, ganz klar, was ich ja gar nicht mag, ne, was ich ganz stark kritisiere natürlich. Aber natürlich ist es Free-to-Play, klar, das muss man halt so sehen, ne? So ist das halt mit dieser Art von Spiel. Also, wie gesagt, ne, ich habe meine Warnung ausgesprochen. Würde mich ja interessieren, das ist angespielt, würde ich jetzt hier beenden, ja, aber wieso euer Ersteindruck ist bisher, was ihr so bekommen habt, was ihr euch wünscht vielleicht auch und ob es eure Erwartungen erfüllt hat und so weiter, interessiert mich natürlich auch, ja. Ob das jetzt das ist, was ihr euch vorgestellt habt unter Fire Emblem Heroes. Ich persönlich bin recht angetan, wie gesagt. Weiß nicht, ob ich es nur bei einem angespielt lasse oder dass ich sogar ein Let's Play draus mache. Müsst ihr ein bisschen entscheiden vielleicht auch, ja. Müsst ihr mir einfach mal schreiben, ob das so gewünscht ist. Wie gesagt, das Ganze mit Android hier ist noch ein bisschen neu, ja. Ich hoffe, das hat jetzt alles wunderbar hingehauen. Das bin ich auf jeden Fall auf Feedback auch ein bisschen gespannt, Leute. Und dann sehen wir uns wieder, ja. Auf jeden Fall, Leute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ja. Und bis zum nächsten Video.